Hallo liebe Technikfreunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf Pascals Tech Check. Und heute geht es mal wieder um den Europlast Xtra Badlüfter. Ich habe ihn hier schon vor mir ausgepackt. Heute gibt es den heiß ersehnten zweiten Teil, den Praxistest. Wenn ihr also mehr darüber wissen wollt, wie sich dieser in der Praxis schlägt und natürlich auch, wie man diesen hier einbaut und anschließt, dann bleibt unbedingt dran und wir sehen uns wieder nach dem Intro. Willkommen zurück. Wie schon vor dem Intro angekündigt, soll es heute mal wieder um diesen Europlast Xtra Badlüfter gehen. Ich habe den euch ja schon im letzten Video vorgestellt, im Unboxing, da habe ich das Ding mal ausgepackt und euch mal hier die Bedienungsanleitung und alle technischen Daten vorgestellt. So sieht das Ding aus, macht einen sehr hochwertigen Eindruck für ein sehr geringes Geld. Und von dem her wollen wir heute mal einen Praxistest uns näher betrachten. Wir schließen ihn also mal an, wir montieren ihn. Und dann schauen wir letztendlich mal, wie er sich hier wirklich in der Praxis schlägt und ob es dann auch hier sein Geld wert ist. Wie gesagt, den Badlüfter verlinke ich euch hier unten in der Videobeschreibung als Affiliate-Link. Da könnt ihr jetzt mal draufklicken, wenn ihr mehr darüber wissen wollt. Wie gesagt, ich habe euch schon im ersten Video erklärt, wie ungefähr die grobe Anschlussthematik aussieht. Hier haben wir den Badlüfter, hier haben wir die Löcher, wo man die Kabel dann einführen kann. Und hier oben haben wir natürlich hier den 100 mm Durchmesser, wo man hier ins Rohr reinschiebt. Im Grunde sieht es ganz einfach so aus. Wir haben hier einmal einen Dauerstromanschluss und einmal nochmal einen Stromanschluss über ein Kabel, mehr oder weniger. Das kann man dann hier nochmal, dass man einfach nochmal den Lüfter manuell ansteuert. Das hat dann meistens hier über einen Lichtschalter getätigt, also dass hier, wenn ihr ins Bad reinkommt, wenn ihr zum Beispiel den Lichtschalter anmacht, dann geht der Lüfter auch an. Und natürlich muss der noch ein bisschen nachlaufen, sprich wenn der Lichtschalter wieder ausgeht, braucht er natürlich immer noch Strom. Und es geht dann über diese Dauerstromleitung, um hier dementsprechend nachzulaufen, weil hier auch so ein Zeitrelais drin ist. Das könnt ihr bis zu 30 Minuten einstellen, also bis zu 30 Minuten Nachlauf. Was hat er noch drin? Er hat hier einen Fotosensor drin, er erkennt also hier automatisch, auch wenn das Licht hier im Bad an- und ausgeht, und reagiert dann auch darauf. Und wir haben hier noch einen Feuchtigkeitssensor drin, sprich, ihr könnt das Ding aber so einstellen, dass einfach, wenn eine gewisse Feuchtigkeit hier überschritten wird, ein gewisses Level, dass sie auch automatisch angeht, was ich auch sehr praktisch finde, denn dann müsst ihr nicht immer den Lichtschalter muss das Ding nicht immer an den Lichtschalter angeschlossen werden. Also wenn ihr praktisch nur mal Zähne putzt, soll ja das Ding nicht automatisch immer anspringen, sondern erst ab einer gewissen Luftfeuchtigkeit, wenn ihr hier mal intensiv duscht oder badet, dass es im Grunde hier für Zirkulation sorgt. Von dem her, ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal und bauen den mal ein und dann wird man nachher noch ein bisschen näher drauf eingehen. Wie ihr hier schon unschwer erkennen könnt, ist oben schon mal ein Lüfterrohr und alles montiert und im Grunde kommt dann der Lüfter hier oben gleich rein in den Rohraufsatz. Das Ding führt einfach direkt nach draußen überhalb vom Fenster und sorgt einfach dafür, dass dann die Luft hier gut ausgetauscht wird. Ich habe ja auch schon ein Kabel verlegt und angeschlossen. Es geht hier oben in diese Abzweigdose rein. Von dem her, da habt ihr einmal Dauerstrom drauf und einmal dann das Signal vom Licht. Und ich würde jetzt sagen, wir packen das Ding mal aus. Wir verlegen dann hier auch die Leitung gleich, dass sie hier oben rausguckt. Und dann schauen wir uns das nochmal genau an, wie wir das am besten anschließen können. Und dann steckt man einfach rein. Sollte ja hoffentlich jetzt hier kein großer Aufwand werden. So, jetzt habt ihr hier gesehen, jetzt müssen wir hier mal die Öffnung aufmachen bzw. das ganze Modul abnehmen. Dazu gibt es hier eine Schraube und ich würde sagen, die machen wir jetzt hier einfach mal auf und dann gucken wir uns das mal, wie es von innen drin aussieht. Also im Grunde, so sieht das ganze Ding hier aus. Da ist nicht so viel drin, was hier eigentlich großartig schlimm aussieht. Hier seht ihr die Potentiometer, mit dem man hier natürlich die Luftfeuchtigkeit und alles einstellen kann. Von dem her kann man hier wirklich sehr viel variieren. Ihr könnt das Ding natürlich auch so anschließen, dass das hier im Grunde dann auch so dran ist. Wenn es hier oben eingesteckt ist, dann könnt ihr da nochmal hier explizit dann alles justieren. Jetzt müssen wir einfach mal schauen, dass wir hier das Kabel hier reinbekommen. Hier wird uns schon hier einigermaßen was vorgegeben und ich würde sagen, ich mache jetzt hier mal diesen Verschluss hier weg
und schließe dann einfach mal oben direkt an. Wie gesagt, hier ist auch nochmal beschrieben, wir haben hier eine Drahleiter, wir haben hier den L und den S. Das wird wahrscheinlich dann der hier für den direkten Schalter sein, womit das Ding einfach hier läuft. So, jetzt könnt ihr das hier mal sehen, wie ich das gemacht habe. Und zwar habe ich, wie gesagt, dieses Loch entfernt, beziehungsweise diese Aussparung habe ich rausgemacht. Da guckt jetzt hier mein Kabel hinten raus. Ich habe jetzt hier die drei Adern dann rausgeführt. Die werde ich jetzt hier nochmal innen drin rumbiegen und dann hier verdrahten. Und dann sollte der Lüfter eigentlich schon angeschlossen sein. Und dann kann man auch gleich mal testen. Von dem her, ich schließe es hier nochmal kurz an und dann starten wir nochmal gleich den Praxistest. So, ich habe jetzt hier alles mal angeschlossen, das zeige ich euch jetzt auch mal kurz hier. So sieht die Verdrahtung aus, im Grunde ganz simpel. Ich habe jetzt hier auch mal alles eingestellt, die Zeit mal auf das geringste Level eingestellt. Das sind, glaube ich, laut Anleitung 5 Sekunden. Und da würde ich sagen, wir testen das einfach mal und starten mal hier den Versuch. Wie gesagt, mit der Luftfeuchtigkeit kann ich es jetzt noch nicht testen, dann müsste ich jetzt erstmal die Dusche noch fertig anschließen. Aber wir können ja schon mal das Nachlaufrelais testen mit der Zeit von 5 Sekunden, ob das ja auch funktioniert. Und dann sehen wir natürlich auch gleich mal die Zeit, wie lange das dann genau braucht. Wie gesagt, und dann sehen wir natürlich auch nochmal die Lautstärke, beziehungsweise wir hören dann die Lautstärke und können es dann mal gut einschätzen, wie laut es dann hier drin wird. Nun, ich würde sagen, wir drücken jetzt mal den Schalter und schauen einfach mal, was passiert. Wie gesagt, das Licht geht automatisch an und wir hören schon, dass der Lüfter, der rotiert schon. Wir sehen auch hier oben schon die rote LED, die leuchtet, sprich, ups, so. Also wir sehen schon hier, der rote Lüfter leuchtet und hier oben sehen wir auch die LED. Vielleicht könnt ihr es ja sehen, ich zeige es euch nachher nochmal, die leuchtet auch schon. Jetzt würde ich sagen, wir schalten das Licht einfach mal wieder aus und gucken mal, ob es auch nachläuft. Ja, wie ihr sehen könnt, da blinkt auch die rote LED. Er hat erkannt, dass das Licht aus ist. Er leuchtet jetzt hier noch ein bisschen nach. Ich muss gerade nochmal in der Anleitung gucken, wie lang das jetzt wirklich war. Ob das jetzt 5 Sekunden oder 10 Sekunden waren. Wir lassen es einfach mal ein bisschen laufen hier. Ich denke mal, 10 Sekunden sollten schon mindestens hier drin sein. Alles andere würde wahrscheinlich hier eh nichts bringen. So, das Ding ist schon ausgegangen, waren jetzt ungefähr 15 bis 20 Sekunden. Wir schauen uns das auch nochmal von oben an, wie es jetzt genau nochmal im aktuellen Zustand aussieht. Ich schalte es nochmal an. Wie gesagt, so sieht es hier aus. Ihr könnt hier anhand dieser LED sehen, dass es hier den Strom hat. Ich hoffe mal, ihr hört das. Ich finde es jetzt ein angenehmes Geräusch. Ist jetzt nicht zu laut. Nachher kommt eh nochmal die Abdeckung drauf, da wird es eh nochmal komplett gedämpft. Ich werde mal hier das Mikrofon hinhalten, damit ihr das mal hören könnt. Das ist ungefähr die Lautstärke, also ich bin damit eigentlich sehr zufrieden. Jetzt mache ich nochmal die Abdeckung drauf und dann schauen wir mal, wie sich das dann von der Lautstärke anhört. So, wie gesagt, so hört sich das jetzt ohne Abdeckung an. Ich mache die hier mal drauf und es wäre jetzt mit Abdeckung. Ihr könnt also sehen, auch hier ist der Unterschied schon gravierend. Also mit dieser Abdeckung ist es so, also um die Hälfte leiser, wie wenn es jetzt ohne Abdeckung ist. Von dem her passt es eigentlich schon mit dieser Abdeckung. So, das war es jetzt hier dazu. Ich habe nochmal diese Schutzfolie weggemacht, da könnt ihr auch dieses Edelstahl-Design nochmal ganz genau sehen. Sieht es so natürlich nochmal viel besser aus wie davor. Ja, das war es jetzt hierzu, zu diesem Praxistestvideo, zu diesem Badlüfter von Europlast. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch hiermit jetzt viele Fragen oder viele unklare Fragen beantworten. Wie gesagt, der Anschluss ist im Grunde ganz einfach. Und da müsst ihr eigentlich auch nicht viel beachten. Natürlich müsst ihr natürlich davor mal die Bedienungsanleitung kurz durchlesen. Ja, mein Fazit fällt sehr positiv aus. Ich bin für diesen sehr geringen Preis von diesem Badlüfter dennoch sehr zufrieden. Der entspricht genau meinen Anforderungen.
Und jetzt werden wir dann nochmal schauen, wie es auch mit dieser Luftfeuchtigkeit, mit diesem Luftfeuchtigkeitssensor aussieht, was der nochmal bringt. Aber so bin ich jetzt sehr zufrieden und abschließend fällt mein Fazit dementsprechend sehr positiv aus. Ich kann euch den Lüfter nur empfehlen, wenn ihr was Günstiges für euer Badezimmer sucht, was dennoch viel Leistung hat. Wie gesagt, 19 Watt ist schon ordentlich. Es gibt Lüfter von namhaften Herstellern, die haben deutlich weniger Leistung und auch dementsprechend weniger Power, um die Luft natürlich hier rauszusaugen. Von dem her passt es soweit. Ich verlinke euch den natürlich hier auch unten in der Videobeschreibung nochmal als Affiliate-Link. Da könnt ihr jetzt nochmal kurz draufklicken und euch den nochmal nebenher anschauen, falls ihr den dann auch bestellen wollt oder nochmal Interesse zwecks den technischen Daten habt. Das war's also jetzt hierzu. Es würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch gebt, meinen Kanal abonniert und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Euer Pascal.